Tja. So, meinte Wesen. Ja, Junge, du musst schon laufen. Gola Assere, Gola mi gente, was geht ab mit der Besten? Euer Boy Elmer Cubanito ist mal wieder back am Start und ja, mi gente, ich weiß, ich bin noch immer heiser und ja, wir sind mal wieder in Berlin und zwar heißt es mal wieder Cubanito on the Streets. Und ja, Leute, heute auf jeden Fall, das Video ist in Kooperation mit Tipp 24 und zwar geht es im heutigen Video darum, um Leute glücklich zu machen und zwar passend dazu gibt es die Danke-Million-Aktion von Tipp24, die ich euch auch unten verlinken werde. Und zwar geht es dabei um die Danke-Million-Aktion, ja. Und zwar, wenn ihr den Checkbox knackt, zahlt Tipp24 eine Million on top an den Gewinner aus. Wir fragen jetzt einfach mal nach, ja, die Leute hier, ja, wen die diese Million geben würden, ob die der Familie, der Mutter, dem Vater oder sonst der Kollegen geben würden für Reisen oder, ja, auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wir checken das jetzt ab. Checkt auf jeden Fall auch die Aktion unten in der Videobeschreibung ab. Von Tipp24, wirklich cooles Ding. Danke Millionen, jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir mal, ja, was die Berliner hier sagen. Oh, vamos. Du? Lara. Okay, und du? Erik. Korrekt, auf jeden Fall nice, dass ihr euch Zeit genommen habt. Woher kommt ihr? Berlin. Berlin. Ich auch Berlin. Berliner. Ja. Okay, ja, ich habe euch ja kurz erzählt und zwar geht es darum, um die Aktion von Tipp24. Danke Million. Zum einen, wenn ihr den Jackpot knackt, kriegt ihr nochmal eine Million on top. Und die Frage ist halt jetzt zum einen erstmal, frage ich hier mal rechts, was würdest du machen mit dem Jackpot-Gewinn? Würdest du erstmal shoppen gehen oder was würdest du machen? Also ich würde auf jeden Fall ein Auslandsjahr damit finanzieren wollen und eine Weltreise. Okay. Ist cool. Und bei dir? Wahrscheinlich auch Reisen. Und vielleicht auch ein Teil ein bisschen Aktien, mal gucken, was spekulieren oder so. Aktien. Okay, korrekt, cool, cool. So, dann gebe ich mal jetzt hier den Umschlag zu dir. Danke Millionen. So, wen würdest du glücklich machen wollen, wenn du jetzt diese Million on top kriegen würdest? Papa, Mama oder doch eher ein Kumpel oder Kollegin? Eine Freundin von mir, die sich viele Sachen wünscht, aber sie nicht durch finanzielle Mittel bekommen kann. Dadurch, ja. Okay. Und zwar, du wolltest doch schon immer mal irgendjemand Danke sagen. Wem würdest du diese Million on top geben? Und warum? Meiner Mama. Weil meine Mama so, weiß nicht, die hat mich großgezogen, hat sie gut gemacht. Und deswegen würde ich ihr auf jeden Fall ein bisschen was abgeben, damit sie auch ein schönes Leben hat. Okay, korrekt. Auf jeden Fall nice. Korrekt, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und sag nochmal, mit der on top, so die Danke-Million, die würde an Familie gehen oder wem würdest du die geben? Restlos an die Familie. Okay, und warum? Weil Familie für mich einfach alles ist. Das ist das Wichtigste für mich auf der Welt. Und deswegen einfach mal ein fettes Dank an meine Familie. So. Okay, korrekt. Und auf jeden Fall an die on top Million, ja, bei meiner Mom, die ist schwer krank. Und ich würde auf jeden Fall da locker erstmal eine halbe Mille in diese Forschung, was Krankheiten und sowas angeht, ja, würde ich auf jeden Fall auch nochmal gleich was reinstecken, sodass da wirklich was gut gemacht werden kann, so. Okay, ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Would you pass it to? Would you give it to your mom or would you give it? I'd give it to my parents and my sister. I would pay for my sister's grad school actually, because it's quite expensive in the US. Okay. Yeah. Okay, that's cool. Thank you so much. Dann wen würdest du dir geben? Meine Schwester, Fabienne. Ja, also sie ist ein sehr soziales Mädchen und sie spendet andauernd und macht ihre eigene Organisation und ist so weit schon gereist und ich würde sie gerne damit unterstützen einfach. Ich weiß, dass bei ihr würde das Geld richtig ankommen. Okay. Das Ding ist, ich glaube, man kann zurzeit glaube ich noch nicht spenden, aber du willst auf jeden Fall an deine Schwester geben. Ja. Okay. Und warum nochmal? Warum genau deine Schwester? Ja, also sie weiß, wie man mit Geld umgeht. Also sie würde es auch nicht für sich verwenden. Also sie wüsste, wie sie es einsetzen muss. Sie würde es nicht einfach für Geld, für Klamotten ausgeben. Nein, das würde sie nicht machen. Also bei ihr wäre es sicher. Den Umschlag weiter hier? Ja, also ich würde es wahrscheinlich meinen Eltern geben, da ja, alles, was ich bis jetzt erreicht habe, wo ich bin, was ich geschafft habe, nicht gewesen wäre ohne sie. Und ja, deswegen ist mir das ziemlich leicht. Da fällt mir das ziemlich leicht, ihnen das zu schenken. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Also ich würde gerne ein paar Freunde grüßen, also Kai und Jaro und Wolf und auch Liam, Justin und Ra. Oh, let's go, grüß die Rest alle Familie oder was? Okay, korrekt. Ja. So, Miente, das war's vom Video und der Aktion gemeinsam mit Tipp24. War auf jeden Fall spannend zu hören, ja, an wen die Leute die eine Million on top geben würden. Schreibt doch mal ihr unten, ja, in die Kommentare, an wen ihr die Danke-Million
geben würdet. Ja, auf jeden Fall coole Aktion von Tipp24. Grüße gehen raus. Leute, checkt den Link auf jeden Fall ab und in der Videobeschreibung macht damit. Wie gesagt, Teilnahmebedingungen sind 18. Und ja, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Folgt mir auf Snapchat und Instagram. Wir sehen uns. Peace.